die Erquickung genießen durch das Anrufen des Herrn. 2. Jesaja 12, Vers 3 bis 4: Und mit Wonne werdet ihr Wasser schöpfen aus den Quellen der Rettung, und ihr werdet sprechen an jenem Tag: Preist den Herrn, ruft seinen Namen aus oder an. Macht unter den Völkern kund seine Taten, verkündet, dass sein Name hoch erhaben ist. Philipper 4, Vers 4: Freut euch in dem Herrn alle Zeit. Wiederum will ich sagen, freut euch. Jesaja weist insbesondere darauf hin, dass wir den Herrn voller Freude anrufen müssen. Wir schöpfen Wasser aus den Quellen der Errettung, indem wir den Namen des Herrn mit Freuden anrufen. Angenommen, ein bestimmter Bruder hat eine Reihe von Problemen. Seine Frau ist im Krankenhaus, sein älterer Sohn hat seine Arbeitsstelle verloren und sein jüngerer Sohn ist in der Schule nicht erfolgreich. Der Bruder sollte den Herrn anrufen und sagen: Herr Jesus, du bist der Herr, du bist souverän. Herr Jesus, ich danke dir, dass du meine Situation kennst. Du weißt, Herr, dass meine Frau im Krankenhaus ist, dass mein älterer Sohn seine Arbeitsstelle verloren hat und dass mein jüngerer Sohn es in der Schule nicht schafft. O Herr Jesus, dies bedeutet es, den Herrn auf eine starke und freudige Weise anzurufen. Das griechische Wort für anrufen in Apostelgeschichte 2, Vers 21 ist Epikaleo, das sich zusammensetzt aus Epi und Kaleo. Mit Namen rufen, das heißt hörbar, sogar laut zu schreien, wie Stephanus es tat. Apostelgeschichte 7, Vers 59 bis 60. Das Anrufen des Herrn gründet sich völlig auf die Offenbarung im Alten Testament und im Neuen Testament. Außerdem wissen wir aus der Erfahrung, dass wir, wenn wir den Namen des Herrn Jesus anrufen, eine Zeit der Erquickung genießen. Wenn immer wir ihn anrufen, sind wir in einer Zeit der Erquickung. Dies ist eine Tatsache im Wort und in unserer Erfahrung, und ich ermutige euch, es auszuprobieren.